Hallo und herzlich willkommen zum folgenden Beitrag. In diesem Beitrag werde ich dir zeigen, wie du kinderleicht deinen eigenen WordPress-Blog installieren kannst. Vorab sei erwähnt, dass es hier eine bestimmte Variante ist von mehreren Möglichkeiten. Hier handelt es sich um eine sogenannte Premium WordPress-Blog-Lösung und ja, diese kann sich natürlich je nachdem, was du für einen WordPress-Blog erstellen möchtest, unterscheiden. Wenn du diese WordPress-Blog-Lösung nutzen möchtest, dann findest du auch unterhalb dieses Videos den Link dazu, wo du auch nochmal diese Installation, die ich dir jetzt zeigen werde, auch via Screenshots nochmal ganz in Ruhe anschauen kannst. Ja, wenn du einen WordPress-Blog installieren möchtest und als erstes auf die hier Blog erstellen Seite gegangen bist, ich zeige das einmal. Dann kannst du hier ganz einfach deine Daten eintragen, also hier dein Vor- und Nachnamen, also zum Beispiel Max Mustermann, dann bei E-Mail deine E-Mail-Adresse, bei Phone deine Telefonnummer, bei Country Germany in der Regel, also Deutschland. Zip-Code ist die Postleitzahl, Adresse deine Straße, City die Stadt, in der du wohnst, Province State ist das Bundesland, also zum Beispiel Bayern, Baden-Württemberg und so weiter und so fort. Hier ganz wichtig, entweder Mastercard oder Visa Card. Hier deine 12-stellige Kreditkartennummer eingeben und hier bis wann sie gültig ist. CVV, das sind die letzten drei Ziffern deines Sicherheitscodes auf deiner Kreditkarte, die in der Regel direkt unterhalb deines Magnetstreifens zu finden sind. Danach einfach hier zwei Häkchen rein und auf Get Assess Now gehen. Hier auch nochmal der aktuelle Preis dieser Software, $25 am Monat. Hier hast du alles bereits in dieser Blog-Software inklusive, also mit den Themes, mit den ganzen Plugins, welche sonst in der Regel schon allein im Jahr mehrere hundert Euro kosten, plus natürlich die Themes, die sonst auch kostenpflichtig wären und so weiter und so fort. Und das Tolle, du kannst hier sogar bereits mit drei Empfehlungen die ganze Software umsonst nutzen. Doch mehr dazu auch auf meinem Blog, wenn dich das Ganze zusätzlich interessiert. Ja, gehen wir hier wieder zurück. Wohlgemerkt, hier findest du zum Beispiel auf dem Blog und der WordPress-Blog erstellen anleitung.de/WordPress-Blog installieren-Anleitung auch nochmal die Screenshots zu dem, was ich dir gerade gesagt habe. Also auch nochmal hier in Deutsch alles übersetzt. Und nachdem du auf den Button gegangen bist, Get Access Now, bekommst du in der Regel eine E-Mail zugestellt, bestätigst dort einmal kurz den Link und kommst dann auf eine folgende Seite, nachdem du dich eingeloggt hast. Und dort gehst du einfach hier auf den Bereich Login and Start Blogging. Und dann wirst du anschließend auf eine weitere Seite weitergereicht, welche folgendermaßen ausschaut. Und hier vergibst du dann einfach dein Passwort, bestätigst das Passwort noch einmal, suchst dir eine Domain aus. Übrigens ganz kurz, diese Domain kannst du später ändern. Wie du das machst, findest du auch in meinem Blog und der Domain Mapping. Das ist auch ganz einfach umzusetzen. Du brauchst hier keine Programmierkenntnisse, geschweige andere technische Vorkenntnisse. Hier ganz wichtig dein Seitennamen, also je nachdem, worum sich dein Blog, welches Thema sich das Ganze drehen soll, dann dein Seitentitel kannst du hier vergeben und danach gehst du auch einfach auf den Button Create My Blog Now. Nachdem du das getan hast, kommst du bzw. bist du automatisch auf diese Webseite weitergereicht. Und dann steht hier in grün
Success, also erfolgreich das Ganze. Your blog has been scheduled to be created. Also du kannst jetzt direkt damit beginnen, dein Blog zu kreieren. Und dann kannst du zum Beispiel, sofern du schon soziale Medien bzw. soziale Netzwerke nutzt, deine sozialen Profile direkt verbinden, wenn du möchtest. Zum Beispiel Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube und so weiter und so fort. Oder aber auch, du kannst das Ganze natürlich auch später, wenn du möchtest, bei dir einbinden. Wenn du das direkt einbindest, hier im Beispiel Facebook, dann schaut das so aus. Also Calato Social Media Card erhält Zugriff auf folgende Informationen: öffentliches Profil, Freundesliste, E-Mail-Adresse, Neuigkeiten und Gefällt-mir-Angaben deiner Freunde und drückst einfach auf OK. Und dann siehst du anschließend, dass dann bei dem, ja, bei Facebook zum Beispiel hier ein Häkchen drin ist. Und wenn du das Ganze mit YouTube machen würdest, anschließend wäre auch dann hier anschließend ein Häkchen drin. Hier habe ich zum Beispiel auch nur zwei soziale Netzwerke zumindest erst einmal verbunden. Ja, und danach bist du auch schon fertig. Du kannst dann direkt auf den Button gehen, Start Blogging und sofort, wenn du möchtest, anfangen, dein Blog zu kreieren, also dein Theme zum Beispiel auszuwählen oder auch bereits deinen ersten Blogartikel zu schreiben. Wenn du dazu weitere Fragen hast, wie du deinen Blog nach der Installation weiter einrichten kannst, dann gehst du hier bei mir bitte einfach auf den Bereich Lektion und unter Lektion findest du ausführlich alles Wichtige von der Theme-Erstellung, Einrichtung, der Theme-Anpassung, wohlgemerkt in diesem Package alles inklusive. Auch alle Plugins sind inklusive, also keine Kosten, wie es normalerweise bei einem herkömmlichen WordPress-Blog ist, wo man dann für das Theme noch mehr extra Geld bezahlen muss, für die Plugins und so weiter. Ist auch alles optimal aufeinander abgestimmt, also es gibt auch keine Komplikationen. Ja, jedenfalls, du kannst das Ganze dir hier, also weitere Bereiche, wenn du Unterstützung brauchst, unter Lektion in Ruhe anschauen. Und ansonsten, falls du irgendwo nicht weiterkommen solltest, kannst du mich auch sehr gerne über Kontakt kontaktieren. Das soll es in diesem Videobeitrag gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir bei der WordPress-Installation helfen. Wenn das Ganze gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen und ich wünsche dir schon jetzt vorab viel Spaß bei deinem Blog und viel Erfolg.